Hey guys, überall brennt es. Wir stehen vor dem Finale von New Super Mario Bros. Wii. Freust du dich, die finalen Parts zu sehen, Junge? Ja, ich freue mich total. Riesige Lava, eine Remote-Steuerung, die mir wahrscheinlich das Gehirn zerdrücken wird, weil ich da zwei Sachen gleichzeitig machen muss. So ist es. Die Sinne spielen hier sehr verrückt und nicht, dass ihr denkt, ich bin behindert. Warum hast du den Stern genommen, ey? Das war nur wegen den Flammen. Ich habe keinen Bock gehabt, gegen die zu kämpfen. Also außerhalb der Kamera. Und habe dann einfach den Stern angesetzt, weil ich ja noch den geheimen Ausgang in 8-2 ausfindig gemacht habe. Dieses absolut kranke Level mit der Achterbahn, das machen wir dann als letztes. Bevor wir zu Bowser gehen. Achter. Oh ja, das ist richtig scheiße, das Level. DKC2 oder was? Ungefähr. Du wirst es schon noch sehen. Also hier spielen die Sinne auf jeden Fall sehr verrückt, weil du gleichzeitig mit der Remote hier steuern musst, dieses Ding. Aber ich bin sehr überrascht, dass hier schon die Halbzeit ist. Und gleichzeitig halt laufen und springen musst. Also da muss man sich sehr konzentrieren. Aber die Halbzeit kam jetzt doch sehr schnell. Oh mein Gott. Oh 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 oh, langsam wird's knapp. Jetzt wird's zu knapp. Oh, ich brauch dich. Hol mir die Münze, Alter. Okay. Blume. Ich weiß nicht, ob dir da helfen kann. Wohl nicht! Okay, es ist aber gut, dass du die Blume zuerst rausgeholt hast. Ja, sonst wäre es nämlich nur ein Pilz gewesen und den kann man schlechter abfangen. Allerdings hätten wir sonst Marios Mütze auch mal wieder gesehen. Oh. Ja, das hat immer bei 99 Leben. Oh Gott. Richtig. Kannst du mir mal bitte schön sagen, was diese Rabenviecher hier bei der Lava machen? Ich weiß auch nicht, also wo die ihr Nest bauen, weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht sind es ja auch so, Viecher. Was ist... Ja, vielleicht Scheiße. Haben die irgendwie ihr Nest so wie Adler in den Berg reingebaut oder so. Ja, das könnte möglich sein. Oh, da ist noch eine Blume, okay. Boah, verpisst ihr euch mal! Und da ist auch eine Münze. Ich hab mich von dir inspirieren lassen, ab Super Mario DS Scheiße. Angefangen zu kochen. Und, verdammt, jetzt musst du dich umbringen. Oh. Nice! Ja, das ging jetzt nur noch mit Glück und Skill. Yeah! Was ich dabei gemerkt habe, ist, dass ich das Itemsystem lustig finde, weil bei beiden sind nice Sachen, aber keins von beiden ist perfekt irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf dem DS war. Beim DS ist es so, dass du keine Items an sich bekommen kannst, dazu. In dem Inventar, aber dafür kannst du eins ins Level mitnehmen. Hier ist es genau umgekehrt. Mhm. Beides ist gut, aber ich fände es zusammen fast besser, weil in DS macht es keinen Sinn, dass wenn du eine Blume oder so kriegst, die dann nicht mitnehmen kannst im Inventar, das wäre geil, ne? So machen die Pilzhäuser und Maxihäuser und so auch recht wenig Sinn, aber gleichzeitig wäre es hier schon cool, wenn man Items mitnehmen könnte. In Mario World wäre es dann. Was halt am geilsten und was geht hier ab? Warum macht Nintendo immer die gleiche Scheiße? Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country Returns. Immer im letzten Level, es steigt irgendwas nach oben und du musst so schnell wie möglich hoch. Oh my god. Okay. Man muss zur Fairness halber sagen, dass das hier vor Donkey Kong Country Returns rauskam, daher. Ja, trotzdem, immer wieder das gleiche Bild. Scheiße. Ja, das. Ich muss den Trottel mal da rein hier. Wobei ich sowieso manchmal das Gefühl habe, dass dieses Spiel recht viele Donkey Kong Elemente hat. Also vom Jump'n'Run erlebt. Münze! Alter, ich hab Schiss. Oh ja. Jetzt bin ich einmal nicht Münzengeil, weil diese Kohle hole ich nicht. Und da wird er fast sein, oder? Hast du eigentlich schon die Sache mit Bowser erzählt, die ich jetzt recherchiert habe? Nein, das kannst du ja übernehmen. Ich hab zu tun. Okay. Ist hier schon Schluss? Okay. Also, nee. Was? Schluss? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Halbzeit. Nee, also die letzten zwei Level gehen irgendwie schneller. Fehlt noch eine Münze und ja, bis jetzt lief's gut. Auf jeden Fall, ich hab mal recherchiert. Oh, du Scheiße, geh hoch! Diese Kinder, die hier sind, nennt man die Koopalinge. Diese sieben Kinder, it, die damn haben. Dammit! Oh, chill. Im Übrigen, waren die ja in Mario World, glaube ich, dabei. Ja, Superstar Saga auch. Und nein! Fuck! Nein, fuck! Okay, he's alive. Noch! Dammit! Goddamn! Aber jetzt müsstest du...
Aber wo ist die letzte Münze, verdammt? Ich hab keine Ahnung! Kurve! Oh shit, ey! Oh, da oben. Aber ob es von der Zeit her reicht? Ich weiß nicht, die Lava kommt. Ich muss nochmal runter, weil sonst geht es nicht. Dammit, ich bin tot. Ja. Kann ich jetzt machen. Ich muss auf die andere Seite. Auf jeden Fall Scheiße. Ist 80 davon ist der besagte Bowser Jr. Und wir hatten ja damals in Sunshine die Diskussion begonnen. Hier kann man sie, glaube ich, abschließen, weil Bowser Jr. ist der achte Sohn von Bowser und hat seinen ersten Auftritt in Super Mario Sunshine. Und Bowser mag den auch, weil der halt am meisten nach ihm kommt und behandelt ihn deswegen gut und so. Er macht halt auch immer seinen Bullshit mit, wie man Galaxy 2 und so sieht. Und das ist jemand anderes wie Mini Bowser aus Paper Mario 2 erstmals zu sehen. Der, Paper Mario 2? Blödsinn, sorry, Mario Party 2. Okay. Sieg, dass du noch nicht entdeckt hast. und da macht er ja immer dieses Kommando, um einen zu erledigen auf dem Bowser-Feld. Das hat ja Domi damals das Argument dazu angeführt, aber wenn man sich den anschaut, ich hab's vorher auch nicht gecheckt. Wow. Aber wenn man sich den vorher anschaut, merkt man, dass der wirklich anders aussieht. Irgendwie. Das ist dann Mini-Bowser, Adnon Dino und Baby-Bowser ist Bowser als Baby. Ja, also wie in Mario Luigi Superstar Saga 2 und in Yoshi's Island DS. Okay, also mit dem Fliegenbiss ist es hier viel einfacher. Hast du das schon mal gespielt, Yoshi's Island DS? Nein. Echt? Also das ist schon, das ist schon ein komplett anderes Spiel. Ja, es wurde schlecht bewertet, deswegen habe ich es nicht gespielt. Also da gibt es sogar Baby Donkey Kong irgendwie. Ja, das ist halt immer dieser kleine neue Quatsch, das mag ich einfach nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das war die ganze Hintergrundstory. Ich denke, falls man ihn aus Versehen falsch nennt, ist das kein Drama, weil es ist etwas unglücklich gemacht. Und was machst du jetzt? Jetzt werde ich in das Achterbahnlevel gehen, bevor ich zum Schiff gehe. Aber ich werde hier gelangweilt von den Flammen. Nein, nein. Mann, wieso habe ich keinen Stern angesetzt? Ich bin auch ein Honk. Das regt mich auf ohne Ende. Das ist doch ein Scheiß. Das ist doch unnötig ohne Ende. Aber wenigstens geschafft. Yeah. Free Mushrooms. Und wir haben erst 8 Minuten verbraucht für die 2 Level, das ist gut. Ja, deine Items sind doch irgendwie viel besser jetzt. Also, du scheinst dich echt eingezockt zu haben. Ja, ich habe weniger verbraucht. Ich brauche halt immer meine Zeit, aber dieses Level ist scheiße. Richtig scheiße. Ach. Und eigentlich ist der Fliegenpilz hier auch dreckig, weil wenn ich aus Versehen schüttle, obwohl ich nicht möchte, dann fliege ich weg und bin eigentlich tot. Deswegen werde ich wahrscheinlich sogar wechseln, wenn ich ein Item kriege. Soll ich wechseln? Wo? Soll ich wechseln? Nee, ich mache erstmal so. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es halt nicht. Erstmal versuche ich so und jetzt geht's richtig ab. Man muss jetzt den ganzen Schmarrn hier ausweichen, der hier gleich kommen wird. Und zwar sieht man das vielleicht eine Sekunde vorher maximal. Ich ahne Böses. Und dann noch die Starcoins sammeln. Have lots of fun. Jo. Wow. Fuck, der geht gleich richtig ab. Ich hab's immer schon ein bisschen weiter vor als die Mitte. Oh mein Gott. I'm a crazy guy. Nein. What the fuck? Okay. Ja, okay. Und wo sind die Münzen? Ja, keine Ahnung. Keine Lust bisher. Weiß ich nicht. Wo unten in der Lava oder was? Kann sein, ich hoffe nicht. Damn it. Nein. Das ist, so langsam zurück. Könnte echt eine kommen. Zurück, Alter, zurück. Nicht zu weit vorspringen. Man springt gerne zu weit. Oh, damn. Da ist sie! Ja, klar! Oh Gott! Oh mein Gott! Das war ja. Das ist doch gar nicht anders möglich. Das war richtig. Das war jetzt echt Donkey Kong Country Return, wie der neben der Lava lag. Das war die erste. Oh, sie geben aber einen Save Point, das ist ja sehr lieb. Naja, jetzt kannst du mehr oder weniger, das heißt, dass du die anderen beiden vor dem Save Point musst. Wo ist die andere Scheiße? Ja, die anderen beiden musst du jetzt halt. Okay, wo ist die letzte? Münzen, wenn ich schaffe ich, wenn nicht, dann nicht. Okay, verkackt. Zwei vorgeschleudert. Chill.
Ich glaube, danach kommt die Feuerblume auf dich zugeflogen. Ich glaube, hier oben hättest du eh nicht die Chance, sie dir zu holen. Die will gleich in die Lava fallen. Wo ist der letzte Scheiß? Moment. Ah. Nein, da ist nix. Beziehungsweise da ist ein Power-Up, aber keine Münze. Oh. Ist ja bald mal Schluss. Ich kann mir nicht vorstellen, es ist eine Assoziation, dass in die Lava unten zu steckt. Aber ich bin noch nicht gestorben. Oh, da! What the hell? Was geht da denn jetzt ab, bitte? Wollt ihr mich verarschen oder was? Schau ich so aus, bin ich dumm? What the fuck? What the hell? Da ist es hier! First try! With all ich glaube, heute hat er echt sein Skill-Müsli gefressen zum Frühstück. Bam! Und ihr seht es auch schon, das ist epic. Denn wenn ihr den Secret in 8-2 findet und das dann schafft, könnt ihr sofort zum Ziel. Zum Luftschiff! Finale! Achso, kein Castle ins Finale. Das ist ja mal eine merkwürdige Überraschung. Ich hätte ja fast schwören können, dass hier ein Castle im Finale ist. Peach ist ja hier. Nicht wahr? I don't know. Haben wir ja oft genug gesehen. Ja, vielleicht. Ich habe ja also so ja noch eine Pilz. Überraschung danach. Ja, das ist schon. Sieht nicht danach aus, als würde dann noch was Krankeres kommen und ich bin so dumm. Warum habe ich den so leicht nicht verloren? Also was Krankeres kann tatsächlich nicht mehr kommen, wenn ich mir das hier so anschaue. Nein. Ja, darauf habe ich gehofft. Weil da ist oft was. Ja, Alter! Komm her! Geronimo! Okay. Geil. Meiste Kamikaze-Aktion. Ja, alles oder nix. Wusch hier. Du. Ein Millimeter Bumper. Oder was? Okay, Gott sei Dank geben sie hier aber, wie gesagt, den Fliegenpilz. Mit dem kann ich mehr chillen. Dammit! Hier gibt's keinen Safe-Point, oder? Irgendwie nicht, ne? Gibt's aber, glaube ich, im Schiff. Ich weiß es nicht. Lächerlich. Du, ist ja schon Lust? Weil eigentlich ist es bei einer grünen Röhre immer Schluss. Komm. Ach nee, kann er gar nicht. Ja, kann er gar nicht. Ja, stimmt. Das stimmt. Dann ist hier nicht Schluss. Lustige finde ich, dass sie dieses Schild aus Donkey Kong Country hier auch drin haben. Damit. Die, ja. Stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben eine ist, irgendwie. Oh. Nicht? Also, das ist halt da mit den Münzen zusammenhängt, irgendwie. Die sammle ich jetzt nicht alle, aber das kann ich mir noch nicht vorstellen. Sowas gab es bisher noch nicht. Komm. Ja, wird das hoffentlich nicht so sein. Ja, aber allerdings kam lange Zeit keine mehr. Hallo? What the fuck? Ja, irgendwie ja schon. Oh, es gibt doch eine Halbzeit. Okay. Okay, jetzt ja. Auch noch Münzen. Allerdings kam diese Halbzeit ein wenig spät. Und das ist dann. Hallo? Gay? Ja. Junge! Absolut! Soll ich da irgendwie in irgendeiner Weise rankommen oder so? Ja, ganz nach links und dann hoch. Ja, da geht doch nicht. Ja, jetzt nicht, nicht mehr. Hallo? What the fuck? Warte, jetzt nach links und jetzt. Ach, ihr blöden Spasten! Das ging nicht anders, okay. Ist ja blöd, dass die Anzeige jetzt schon aktiviert ist, aber wenn irgendwas passiert, darfst du den Bullshit wiederholen. Vielleicht gibt's aber noch einen Fliegenpilz. Also, ja, Scheiße. Ob sie einem Pier einen Fliegenpilz geben? Einfach so? Ja, es gab schon zwei, von daher. Da ist die letzte Münze, what the fuck? Ja, toll, und gerade jetzt, wo ich den Fliegenpilz nicht mehr hab, oder wie? Wie soll es gehen? Achso, mit dem Honk? Oh mein Gott. Nein, verkackt. Nein. Ja. Kann ja auch nicht riechen, oder? Also so schnell wie möglich den Schmarrn aktivieren, dann den Honk packen und joa. Gut, da sie mir keinen Fliegenpilz mehr geben werden, nehme ich mir einfach einen. Ja, anders kann ich mir die Münze nicht holen, das ist ja zu krank.
Ja, doch, doch, den Inventarbeutel ist nicht cool. Ach so, scheiße, stimmt. Ich muss ja das ja erstmal schaffen, bevor ich Ja, da. eben. Das ist das Da habe Gehege. ich aber schon einen Plan. Ah, I understand. Allerdings musst du dann mindestens an einem Honk vorbeikommen. Lieber nochmal ablegen. Eben deswegen. Und dann jetzt schnell. Jetzt muss es schnell gehen. Okay, perfekt. Nice. Nice on. So, los geht's. Im Fliegenfluss ist es natürlich viel leichter Komm, ich hoffe es. Also da muss ich halt jetzt nur noch den Winkel treffen. Wäre scheiße, wenn ich es nicht schaffe. Wäre wie, wenn Bayern eigentlich gut spielt, aber dann in der Champions League rausfliegt. So. fallen. Ja, doch, sollte ich schon schaffen. Und runter und fliegen und yeah! Das war nicht zufällig eine Anspielung auf reale Verhältnisse. Ja, irgendwie muss ich es ja verkraften. Okay, runter da. Ist jetzt Schluss schon, ne? Okay. Oh, so, du kleiner Bastard. Komm her. Gegen Bowser Junior? Oh. Achso, der Ziggy kommt auch, oder was? Moment. Es gibt kein Battle gegen den richtigen Bowser? Ja, Bowser haben wir dem Spiel auch noch nie gesehen, oder? Ja, natürlich, aber ich hätte irgendwie erwartet, dass der am Ende oder so dann doch noch dazu kommt, wie in Sunshine. Tja, da hast du halt falsch gedacht. Er macht echt. Okay, das kann ich verstehen, warum er so stolz auf Bowser Jr. Fuck, ist. Fuck, 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 fuck. Nein, du Wichser, du Kleiner! Du bist doch ein Scheißkerl! Hat die Wege zugemacht. Ja, landet ja auch mal. Ach so musst du das machen. Ja. Blödes Viech, ey. Also ich rate euch, die Flammen immer in eine Richtung zu lenken, damit ihr halt rechts bzw. dann links halt viel Platz habt. Shit, da kommt die. Boah, mega Teil. Komm her, Bombe, komm her! Damn it! Damn shit! Okay, und? Nicht ganz. Nein! Fucking shit! Hoch damit und BAM! Oh, geil! Auch noch als kleiner Spaß. Yeah! Jetzt durch! So? Princess! Hello! Oh, Peachy! I love you! What's that? What the fuck? So ist es, Guys. Ich hab euch verarscht. Das ist das Finale? Ha! Wäre doch so lächerlich. Hier ist das Finale. Bam, 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 bam. Ein Mega-Castle, wie man es noch nie gesehen hat. Was ist das für ein Castle, ey? Und mit diesem Cliffhanger ist natürlich Schluss. Spaß, Mann. Bis zum nächsten Mal, Guys.